Hallo zusammen, ich wünsche euch einen fabelhaften zweiten Advent. Hoffe, ihr habt noch was Nettes auf dem Zettel. Ich persönlich bin nachher noch verabredet zu einem schönen Spaziergang mit der Familie. Später vielleicht noch Kekse backen und ein paar Spiele. Schauen wir mal, das wird sicher ganz nett. Vorher wollte ich euch natürlich noch eine Partie zeigen. Die hat sich gestern zugetragen beim letzten Spieltag des Jahres. ISPA Gruppe Nord. Vier Serien durften wir nochmal spielen. Bevor ich allerdings hier zu der Verteilung komme, möchte ich noch einmal herzliche Grüße ausrichten. Grüße an Wolfgang, mit dem ich gestern das Vergnügen hatte, zwei Serien zu spielen. Und wie wir so ins Gespräch kommen, erzählt er mir, dass er tatsächlich seit 65 Jahren Skat spielt, seit 1954. Und das ist natürlich fantastisch. Das hat mich richtig inspiriert und insbesondere, wo Wolfgang noch so frisch dabei ist und so eine tolle gerade Karte Skat spielt. Also beste Grüße, Wolfgang. Hoffe, du hast noch weitere tolle Jahre und hoffe natürlich auch, dass ich dir da nacheifern kann und irgendwann auch auf so einen breiten Erfahrungsschatz zurückblicke. Ja, und sagt mal, der sieht da so ein bisschen aus wie Jupp Heynckes, oder? Eine gewisse Ähnlichkeit. Und wenn der mit über 70 noch die Bayern trainieren kann, dann kann man damit selbstverständlich auch noch Skat auf Top-Niveau spielen. So, dann kommen wir hier mal zu der Verteilung. Ich saß in Vorhand, Hinterhand hat bis 24 gereizt, Mittelhand hat gehalten, ist dann Alleinspieler geworden und hat jetzt Herz angesagt. Ich habe das Spiel eröffnet. Ja, Karo ist eine Möglichkeit, aber Pik 9 fand ich war hier eine bessere Möglichkeit. Denn ich habe ja nur zwei Trümpfe. Ich will, wenn es geht, vielleicht entweder die Stechfarbe finden, damit meinem Partner die Karte gewissermaßen geklärt wird. Oder was dann auch eine schöne Möglichkeit ist, so saß es hier, der Alleinspieler geht mit dem Pik König drauf und mein Partner in Hinterhand konnte mit dem Herzkönig stechen. Also Pik frei in Hinterhand, der Alleinspieler offensichtlich drei Pik in der Hand. Sehr wahrscheinlich hat er auch keinen davon gedrückt. Und dann kann ich jetzt natürlich hier mit Dame und Ass noch zwei schöne Stiche gegen Lusche und Zehn machen, hoffentlich mit Schmierung. Also ein Stich, der mir natürlich gefallen hat. Mein Partner muss fortsetzen, hat sich jetzt fürs Kreuz Ass entschieden. Kreuz Ass, Kreuz Lusche, Alleinspieler eingestochen mit der Trumpf Dame. Hat jetzt gespielt den Herz Buben. Von meinem Partner die Trumpf Lusche. Und logischerweise werde ich jetzt hier nicht die Trumpf 10 rauflegen, sondern erstmal mitnehmen, denn aufgrund der Reizung ist ja klar, dass mein Partner zu sehr großer Wahrscheinlichkeit zumindest den Kreuz Buben hat. Der wird dann wohl Kreuz gereizt haben mit einem. So, nun haben wir 18 Augen liegen. Nee, ist gelogen. 8 Augen und 4 sind erst 12 Augen. Und die Frage ist, wie sollten wir jetzt das Spiel fortsetzen? Ich gebe euch einen kleinen Moment, drüber nachzudenken. Was ist hier die beste Karte? Für die, die das rausbekommen haben, herzlichen Glückwunsch, dass ihr so einen etwas ungewöhnlichen Zug hier schon relativ früh im Spiel gefunden habt. Und für alle, die hier nur die Veranstaltung genießen wollten, der beste Zug, der jetzt zu spielen ist, ist die Herz 10. Warum ist es die Herz 10? Nun, wir kommen am ehesten darauf über das Ausschlussverfahren, denn Pik dürfen wir selbstverständlich nicht nachspielen. Wenn wir jetzt das Pik Ass spielen, kriegen wir zwar Pik Lusche und erstmal von hinten eine Wimmlung, Karo 10 oder Kreuz 10 vermutlich. Dann sind wir aber erst bei 33, dann Pik Dame hinterher, Pik Dame, Pik 10, Kreuz Bube sticht, 48 und wir machen gar keinen Stich mehr, unsere Trumpf 10 ist verloren. Wie komme ich zu dieser Erkenntnis? Nun, der Alleinspieler hat sehr wahrscheinlich einen Sechstrümpfer, denn wenn mein Partner vier Trümpfe hätte, hätte er vermutlich nicht im ersten Stich den Pik König gestochen. Der Alleinspieler hat also sechs Trumpf, er hat Pik 10 zu dritt und dann wird er sehr wahrscheinlich noch das Karo Ass haben. Wenn er das Karo Ass nicht hat, wird er das Spiel ohnehin nicht gewinnen, aber wir müssen schon davon ausgehen, in Mittelhand, wenn er 24 hält, dass er jetzt die stärkstmögliche Karte hat und da gehört das Karo Ass dazu. Also Pik weiter zu spielen verbietet sich und die nächste Idee wäre natürlich Karo zu spielen. Das Problem, wenn wir Karo spielen, werden wir vermutlich den Alleinspieler in seinem blanken Ass treffen. Der Alleinspieler kann dann Trumpf rausspielen. Hier fällt Kreuz Bube unsere Trumpf 10. Sagen wir mal, hier wurde ein Bube gespielt, dann haben wir 26 Augen liegen. Das Problem ist jetzt, das Spiel hängt in Hinterhand fest und wir haben Schwierigkeiten jetzt Pik Ass und 10 heimzubekommen. Wenn etwa Kreuz 10 im Keller ist, können wir das Spiel überhaupt nicht mehr lösen, selbst wenn der Spieler dann Karo 10 anbietet, Karo 10, Karo König.
kann hier eine Pik-Lusche abgeworfen werden auf 40 Augen und danach kann dann eben hier kein Voller mehr kommen. Wenn Kreuz 10 hier hinten sitzt, dann geht es zwar noch, aber auch dann müsste der Spieler hier in Hinterhand relativ präzise beide Vollen anbieten. Das also ist das Problem mit Karo Lusche. Falls Kreuz 10 gedrückt ist, können wir dann eben nicht mehr gewinnen. Diese ganzen Geschichten im Hinterkopf spiele ich jetzt hier also die Trumpf 10. Denn was ist der Unterschied bei Trumpf 10? Alleinspieler geht hier mit dem Karo Buben rauf, muss er gar nicht machen. Er kann sicher auch erkennen und ausrechnen an dem bisherigen Verlauf, dass der Kreuz Bube jetzt hinter ihm sitzt. Aber die zwei Augen machen den Kohl jetzt auch nicht fett. Hinten Kreuz Bube, 26 Augen. Und jetzt kann der Spieler hier eben den Alleinspieler in sein blankes Karo Ass einspielen. Dazu muss er natürlich auch erkennen, dass der Spieler neben den sechs Trümpfen und den drei Pik genau ein Karo hat. Und er muss vor allen Dingen, dadurch ist es wohl auch zu erkennen, darauf kommen, warum ich eben nicht Pik fortsetze, dass ich da entweder die beiden Stiche machen will, oder wenn der Alleinspieler Pik Ass König Dame hat, ich also aus der 10 zu 4 aufgeschlagen habe, das wäre auch noch eine Begründung, warum ich Pik nicht fortsetze. Dann allerdings geht das Spiel ohnehin nicht. So oder so ist es mutmaßlich am stärksten jetzt Karo zu spielen. Oder was auch geht, und so wurde es gespielt, ein Zwischenzug noch hier mit dem Kreuz König. Ich sehe jetzt natürlich schon die Gefahr, dass mein Partner in Hinterhand das komplette Bild nicht erkennt und dass der Alleinspieler jetzt als letzte Chance anfängt, Pik abzuwerfen. Also mache ich den Stich so fett wie möglich, tue Karo König rein. Alleinspieler wirft tatsächlich Pik Lusche ab. Und ja, jetzt war die letzte Chance für meinen Partner eben Karo zu spielen. Und leider hat er das eben nicht getan. Leider kam jetzt hier nochmal Kreuz Dame und damit war mir natürlich schon klar, oh, jetzt werden wir das Spiel wohl nicht mehr gewinnen. Klar, ich kann jetzt hier nochmal irgendein Bild reinlegen. Pik Ass darf ich natürlich nicht reinlegen, hat der Alleinspieler sofort Rest. Und es wurde eben hier die Pik 10 abgeworfen. Und jetzt hatte der Alleinspieler Rest. Karo Ass tatsächlich dabei, diese 6 Trumpf, alles wie vermutet. Und mein Partner, ja, hatte sogar die Kreuz 10, hat sich aber irgendwie nicht getraut, die anzubieten. Wobei man natürlich auch sagen muss, jetzt in diesem Stich war es schon egal, selbst wenn Kreuz 10 kommt statt der Dame, langt es uns nicht mehr, da wir ja erst hier 34 liegen hatten, können wir mit dem Stich auch nicht mehr gewinnen. Das heißt, jetzt war es ganz zwingend nötig, dass die Karo Lusche oder eben die Karo 10 kommt, zumindest der Einschub in das Karo Ass. Der Alleinspieler selber hat das Ding auch nicht optimal vorgetragen, nachdem Pik König gestochen wurde und er dann selber seinen ersten Trumpf verstechen durfte, hätte er ganz zwingend dieses blanke Karo Ass abziehen müssen und sich damit eine etwas bessere Ausgangsposition verschaffen, weil eben dieser Einschub in das Karo Ass jetzt später im Endspiel nicht möglich gewesen wäre. Und ich schließlich muss mich natürlich jetzt trotz alledem fragen lassen, ob hier nicht dann der zweitbeste Zug doch besser gewesen wäre, ob ich nicht hier auf das Vorspielen der Herz 10 hätte verzichten sollen. Nehmen wir hier nochmal einmal diese Stiche zurück und an dieser Stelle einfach erkennen, da geht es jetzt auch so ein bisschen darum, wie schätze ich meinen Partner ein. Ich spiele zwar hier den besten Zug, der uns im Idealfall sogar auf über 70 Augen bringt, wenn eben nach den beiden Buben direkt Karo Lusche kommt und jetzt noch beide Vollen auf meine beiden Pikstiche versenkt werden. Aber falls mein Partner das eben nicht erkennt, dann wäre es natürlich leichter für ihn gewesen, wenn ich die Karo Lusche hier spiele. Karo Lusche, Karo Ass, Karo 7. Den Alleinspieler jetzt selber Trumpf spielen lasse. Dann wären wir jetzt auf 26 und dann hätte mein Partner zumindest eben mit der Karo 10 eine natürliche und relativ gute Fortsetzung gehabt. Wobei man auch dann natürlich sagen muss, der Alleinspieler nutzt vielleicht die Chance, hier einmal abzuwerfen auf 40 Augen. Und auch dann muss mein Partner eben das Spiel durchleuchten und jetzt zwingend die Kreuz 10 bringen. Und wenn er die Kreuz 10 eben nicht hat, wenn die gedrückt ist, wäre es gar nicht mehr gegangen. Also vieles Wenn und Aber. Ich habe hier den besten Zug gespielt, aber das hat letztlich nicht zum Erfolg geführt. Vielleicht wäre der zweitbeste Zug besser gewesen. Auch der Alleinspieler hat nicht alles fehlerfrei gespielt. Auf jeden Fall eines dieser interessanten Spiele, die ich euch gerne hier einmal zeigen wollte.
Und damit will ich es dann auch bewenden lassen. Wünsche euch noch einen frohen Tag, eine schöne Weihnachtszeit und bis bald mit, wie immer, Gutblatt.